Ungeheuer guten Tag, Mensch, Leute, und willkommen zur nächsten Folge der Skywars-Serie. Jetzt gibt es zum ersten Mal ein Kit, was wirklich gerne gespielt wird, nämlich von sehr, sehr vielen Spielern, eins der absoluten Lieblingskits. Aber mit dabei ist noch ein Gast, nämlich der Gimalis Mai. Gimalis Mai. Gimalis Mai, hey. Es ist heute Mai. Es ist gar nicht. Doch, es ist Mai. Hast du denn eine Hand? Ich habe eine Kit. Zeig doch mal eine Kit. Wir nehmen heute das Tank-Kit, Mann, du hast Tank-Kit. Nämlich nach dem Wolfsjungen spielen wir das Tank-Kit. Und da muss ich auch was zu sagen zu Wolfsjungen, ja, Leute. Ja. Ich hab den Part gesehen. Alter, natürlich weiß ich, dass in Minecraft Vanilla, dass man Hunde mit einem Knochen zähmt, aber ich wusste nicht, dass es so gedacht ist, dass man hier die Knochen auch benutzt zu zähmen, weil in Endergames zum Beispiel braucht man den Hund auch nicht zähmen. Und wie sinnlos ist denn das? Sogar wenn man den Hund zähmen muss, selbst dann ist der total unbrauchbar. Also. Ist er? Ja, also meiner Meinung nach ist der nicht unbedingt wirklich ein gutes Kit, weil in welcher Situation kannst du den Hund rausholen, zähmen und dann greift er noch rechtzeitig an und so ein Shit. Wenn du unten in der Höhle bist und die Leute dich stürmen wollen. Ja gut, da sind aber auch eventuell 10.000 andere bessere Kids, ne? Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, ob ich es jetzt falsch oder richtig gemacht habe, ist trotzdem ein wirkliches Müllkit. So, okay, wir spielen heute auf jeden Fall Tank. Hier, nimm. Ich hab was für dich. Oh, ein Dierschwert. Das schmeckt mir. So, ich hab noch Goldapfel. Willst du essen? Lass uns doch direkt losgehen zu den anderen. Komm. Ja, okay. Ja, heute spielen wir das Tank-Kit, das ist das erste Kit, beziehungsweise, ja doch, ist einer der ersten Kits auf jeden Fall, die auch wirklich sehr, sehr oft von Spielern gespielt werden, die sich eben Kits gekauft haben. Also, ich glaube, Tank und Knüppel sind so die beliebtesten Kits, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der das spielt, den Wolfsjungen. Oh! Ich würde Abstand. Ja, wohl. Ich mach jetzt. Hey! Oh nein, der baut sich mit hoch. Ja, ich weiß, aber egal. Wir kommen auf den Baum. Ja. Und deswegen. Nein, du bist tot! Ich bin tot. Hast du ein Lieblingskit? Tank. Ich nehme auch gar kein anderes. Ach krass. Ja, okay. Ich nutze das hier als Bed Wars, nur ohne Bett. Ah, okay. So ist das also bei dir. Ich finde das auch echt cooler, wenn der Spielmodus einfach keine Kits hätte. Findest du? Ja! Also ich will, dass das alles gleichberechtigt ist. Ja, ich persönlich finde auch, dass die meisten Kits hier von Skywars mich jetzt nicht so geil machen. Also, ehrlich gesagt. Ist hier die Insel leer? Ach nee, hier ist schon welche. Nee, hier waren schon welche. Weiter. Ach so. Ah ja, okay. Lauf. Komm mal. Also ich persönlich, also sehr viele. Oh, da sind sie am Kämpfen. Ja, jetzt gehen wir rein. Ach was, da unten. Okay, ich helf dir. Einer ist runter. Manu. Ich helf dir. Nice, sehr gut. Von hinten überrascht. Sehr gut. Hallo, Matika. Oh, ein Steinschwert hatte der. Oh nein. Oh, krasser Typ. Okay. Ein bisschen Food am Getten. Okay, da vorne ist noch einer. Wir gehen jetzt da wieder rüber. Ja. Hier, nimm mal. Kuchen. Ich hab schon da. Kuchen. Ah, nicht, dann ist. Nice. Da kommt einer von hinten. Wow! Alter! Boah, gut, dass ich ihn gesehen habe. Er ist down. Und wieder unten. Nee. Ah, ja, ich hab die Sachen fast alle bekommen. Schutz 2 Schuhe sogar. Oh. Und ein Schärfe- und Haltbarkeitsschwert. Und dir oder was? Ja, dir. Schärfe und Haltbarkeit. Dir. Oh. Nice, ne? Da. Sehr gut. So, ihr seht schon, dass das Tank-Kit hat den Vorteil, dass man halt von Anfang an direkt drauf gehen kann und sich nicht um seine Ausrüstung kümmern muss, weil man hat halt von Anfang an eine extrem gute Ausrüstung, ne? Also das ist halt wirklich. Das stimmt. Da vorne sind sie. Vorsicht! Sei vorsichtig. Hoffentlich haben die eine Angel. Ja, hoffentlich haben die eine Angel. Ich gehe noch ein Stückchen höher. Wir gehen von 2 verschiedenen Höhen und. Warte kurz! Pass auf, oh, der hat eine Angel! Oh Gott! Bau dich vorne zu! Let's go! Da haben die zu früh gezeigt, die Angel. Hätten die auch warten müssen. Ja. Da haben sie uns geprankt. Ja, it's a prank. Okay, ich versuche jetzt auf den Baum zu kommen. Ja? Ich glaube, wenn wir auf den Baum kommen. Alter! Dann haben wir gute Chance, an der Angel vorbeizukommen. Bin bei dir. Nice. Oh, sie kommen hoch! Vielleicht? Sie kommen hoch, pass auf! Nee, ich hab einen Plan. Wir schubsen jetzt runter. Komm, und! Genau. Bam! Ja. Junge, voll runtergeschubst und jetzt! Bam! Oh, hinterher bam! Springen. Bam! Er ist down! Okay, das okay. War nice! War gut. Das war nice! Ich hab die Angel! Ich hab noch ein. Nee. Vorsicht, Manu! Nein, ich bin. Oh Gott, ich war da nicht da rein! Nicht. Nein, Manu! Ich hab ihn! Oh Gott! Alter, das war so dumm, ne? Ja. Das war einfach ein Loch! Ja, es war dumm! Und ich dachte, ich komm dir zu Hilfe und hab denselben Fehler gemacht. Oh, ich brauch einen Trank daheim. Ja. Hey, du hättest mich ja mitteilen können. Ja, dann hier. Wie einfach das für sich nutzt, ey. Ich bin ein bisschen greedy. Ja. Ein greedy Dude. So. Du bist ein Arschloch.
Wie viel Dias hast du? Geht dich gar nichts an. Och, 4. Ach, sag doch mal, ach Mann. Ah, sag doch mal. Hm. Können wir nicht noch mehr Dias hier abfahren und uns bei den Dias? Ja, klar, Dias klar, klar. Machen? Ja. Sehr gut, dann sind wir nämlich voll Dias. Ich guck mal hier unten in die Truhe. Also hier sind auf jeden Fall noch alle Dias über. Also ich habe 7. Und du? Ich habe 4. Hast du denn eine Spitzhacke zum Abbauen? Ja, gut. Ja, klar, klar. Ich habe 4, das heißt, wir brauchen insgesamt noch. Keine Ahnung, aber uns fehlt auf jeden Fall noch was. Ja, 8 Rüstung braucht man. Hier ist noch einer. Ah ja. Wow. Wow, very impressive. Very impressive ist das. Mm. Okay. Mach mich schon mal eine Brüste. Mach das. Ich habe noch ein Dia übrig. Okay, gib mir die einfach, dann habe ich. Okay. Und hier nehme ich, gib dir die. Oh! Nein! Oh! Oh! Jetzt überrascht. Alter! Alter, wie da auf einmal einer in uns ist. Er springt runter. Alter, er hätte mich getötet. Er hätte mich töten können, ne? Ich bin richtig low. Echt? Warum das denn? Ja, keine Ahnung. Er hat mir gut Schaden gemacht. Keine Ahnung. Alter, das war... Hier, nimm. Ich hab den dir eingelegt. Ja, und die Spitzhacke? Ach so, hier. Da kommt er einfach. Hä? Ich glaube, ich hab grad wieder irgendwen gehört. Ja? Hab schon. Okay. Da ist noch einer. Nein. Ja, hinter uns. Ich hab die Angel. Pass auf, die zeig ich dir auch. Ich auch. Ich hab auch eine Angel. Nice. Beide hatten eine Angel. Warte, wir müssen da hoch. Ja, scheiße. Sag mir, wo der ist. Ja, der ist direkt da. Den sieht man. Guck einmal hin, den siehst du direkt. Warte, ich komme. Geh nicht alleine hin. So. Ja! Ich hab ihn wieder angefangen! Nein, er kommt immer wieder zu mir! Ich bin fast tot, Manu! Nein! Ich bin tot! Nein! Lebst du noch? Ja! Schaffst du das? Ja, er ist tot. Ah, scheiße. Du hättest dich alleine draufgehen sollen. Aber wie oft... Hey, der war auf einmal neben mir. Junge, ich hab dir mit der Angel 18 Mal getroffen und... Er ist nicht runter. Er ist nicht runtergefallen. Du musst das jetzt schaffen, Manu. Dann kann ich werde jetzt einfach mich wegsprengen. Nein, Mann. Hörst du das nicht ein? Nein, du hast doch 2 Gegner. Das kannst du vielleicht schaffen. Das ist ein Team. Ja? Alter. Habt ihr das gesehen? Ich hab den mit der Angel getroffen und er ist nie runtergefallen. Er ist immer wieder auf diesen Stein gelandet, ist immer wieder, aber er ist auch wirklich wie so ein Hecht immer wieder in meine Richtung gesprungen, so. Er hat nicht aufgehört, in meine Richtung zu springen. Und ich hab halt so viel Fallschaden. Okay, ich hab ein Feuerzeug, ich werde die jetzt wegspringen. Mach das. Ist mir egal, wo sind die denn? Hä? Ghoste mal. Ich in der Mitte. Ghoste mal. Ernsthaft? Ja. Och na, er baut sich rüber. Okay, weißt du was? Ich werde jetzt da runtergehen, da warten und einfach mich wegsprengen mit denen zusammen. Hä? Ja, ist mir egal. Hä? Du kannst mit der Angel die beiden runterhauen. Ist mir egal! Okay. Es geht nicht ums Gewinnen, es geht darum, Spaß zu haben im Leben. Okay? Es ist immer Spaß. Okay. Ja, Leute, dann kann ich dir direkt noch was erzählen, wenn ich jetzt schon mal tot bin, die Gelegenheit habe. Der Revi ist ja momentan in Amerika gewesen und aus dem Grund gab es jetzt ein paar Tage lang keinen Castle Rush. Wir werden allerdings jetzt, weil immer so viele Leute danach verlangen, also weil diese Serie so gut bei euch ankommt, werden wir versuchen, jeden zweiten Tag Castle Rush zu bringen. Es startet diese Woche auch Minecraft Reset. Das heißt, Minecraft Reset kommt jeden zweiten Tag und dann kommt jeden anderen zweiten Tag Castle Rush. Also es gibt immer Reset, Castle Rush, Reset, Castle Rush. Und dazu gibt es dann auch mal zwischendurch kleine PvP-Videos. Also das ist der Plan. Jo. Nein, ich glaube, die haben das gesehen. Also wenn sie kommen von oben. Ja, klar. Aber ich glaube, sie haben das gesehen. Okay, hier können sie durch. So, wenn sie jetzt da reinkommen, dann... Kommen sie? Ja, sie sind zu zweit, sie kommen. Und einer geht rein, einer nicht. Einer geht rein, einer nicht. Doch, jetzt gehen beide rein. Nee. Einer geht rein, einer geht von der anderen Seite. Der ist ein Goldapfel. Oh, jetzt. Der andere springt von oben auf seinen Kopf. Jetzt, der ist da unten, der ist direkt bei dir. Komm schon. Scheiße. Der hat einen Goldapfel gegessen, das schaffst du nicht. Boah, Alter, ne, der hatte nur 1,5 Herzen. Schade, und die anderen? Schade, der andere hat der überlebt? Die anderen hat auch überlebt. Hey, aber warum? Ich hab doch alles weggesprengt. Tja, das war wohl nicht der beste Plan. Aber man kann sich immer im Leben gewinnen. Ja. Hauptsache, wir gewinnen fast jede Runde Skywars und dann spielen wir das Tank-Kit, was halt wirklich ein richtig gutes Kit ist und dann verkacken wir es halt. Aber war auch nicht unbedingt. Ja, weil die Rüstung nicht erarbeitet ist.
Ja, man muss deswegen die Rüstung zu erarbeiten, Leute. Ja, man kann ja einfach alles in den Arsch gestopft bekommen. Ja. So, auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Das war's für eine kleine Runde Skywars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst euch nach oben da. Schaut bei Manu vorbei, da gibt's auch regelmäßig Skywars, andere Spiele. Was gibt's denn heute bei dir? Hast du einen Teaser? Rocket Liagra. Rocket Liagra ist ein schönes Spiel. Ja. Und Jump Liagra. Morgen wieder. Hoffentlich geht's morgen schon los mit der ersten Folge wieder, also mit der nächsten Folge Castle Rush, weil Revi hat heute einen Jetlag und deswegen hat er gerade gesagt, ich bin hier heulsüß, ich kann dich aufnehmen. Ja, aber wenn wir es schaffen, dann wird es jeden zweiten Tag halt Castle Rush hier geben. Und wir werden halt auch noch ein bisschen was am Konzept ändern, das heißt, wir werden auch manchmal Team Rushs machen, das heißt, irgendein anderer YouTuber und ein anderer YouTuber auf Revis Seite dann gegen uns oder auch mal Revi und ich zusammen eine Burg stürmen, die Zuschauer gebaut haben und so weiter und so fort. Es wird noch einige coole Neuerungen geben. Wir haben an dem Arbeiten an dem Format gerade, weil es uns extrem viel Spaß macht und weil es auch euch sehr gut gefällt. Und lasst euch überraschen, das wird auf jeden Fall noch cool. Gut, ich würde sagen, haut rein und ciao. Tschüss.